So, herzlich willkommen zum ersten Jungtierpreisflug der Saison. Ich habe jetzt mal ein bisschen Pause gehabt mit den Videos, ist auch nicht viel passiert in der Zwischenzeit. Es gab insgesamt 3 Vorflüge der Jungtauben, von denen wir an 2 teilgenommen haben. Kürzere Distanzen, nur 30, 40 Kilometer. Leider sind die Jungen in beiden Fällen komplett hier drüber geschossen. Also zu den Schlägen, die dann weiter hinten liegen. Wir sind halt einer der ersten Schläge und kamen dann entsprechend über den Tag verteilt zurück, sodass das nicht so ganz nach meinem Geschmack war. Deswegen habe ich den letzten Vorflug ausgesetzt und habe selber noch ein paar Mal trainiert, um ihnen mehr Sicherheit zu geben, dass sie dann auch schnell nach Hause kommen. Ja, wir haben heute 39 Tauben am Start sie sind um 8.20 Uhr auf knapp 100 Kilometer aufgelassen. Jetzt ist es gleich kurz vor 9, das heißt, da sollten gleich schon die ersten kommen. Wobei, ihr seht, stahlblauer Himmel. Mal gucken, ob das heute gut geht. Muss man mal schauen. Ja, wir haben uns ein kleines Gimmick überlegt. Nämlich, seht ihr hier, wir haben eine Mannschaftsaufteilung gemacht. Moritz, André, Toni und Paul. Jeweils 10 Tauben. Passt heute nicht ganz. Einer hat dann nur 9 im Rennen. Weil wir mit Moritz quasi vereinbart haben, dass wir eine interne Brandreinicke-Kleine Meisterschaft machen. Und jeder durfte sich 10 Jungtauben aussuchen. Und wir werden dann quasi intern einen Sieger küren, der sich die 10 besten Jungtauben ausgesucht hat am Ende der Saison. Und Moritz durfte frei auswählen. Wir mussten dann das nehmen, was über ist. Und ich sag euch, Moritz kennt unsere Tauben schon recht gut, habe ich festgestellt. Weil, das war schon ordentlich, was er sich daraus gesucht hat. Ja, von daher wollen wir mal schauen, wer dann am Ende die Nase vorn hat. Neben den Themen, die dann auf FV-Ebene sind, haben wir dann eben auch noch innerhalb der SG einen kleinen Wettbewerb gestartet, um dann auch die Spannung intern aufrechtzuerhalten. So, ich versuche dann gleich mal die Tauben einzufangen. Ich hoffe, dass sie nicht wieder komplett drüber fliegen und von hinten kommen, aber bei 100 Kilometer kann das natürlich passieren. Wir werden gleich mal sehen. So, ich scheine die ersten zu kommen. Ja. Können aber auch vom Nachbarn sein, der hatte gerade schon 5 Stück. Hier sind unsere. Komm! So, 1, dritte gleich hinterher. Hier kommen auch noch welche. Herbert, kommen sie besser im Moment. So, wir schauen, ob alle auf der Uhr sind. 3 Stück. Da sind noch ein paar in der Luft hier, aber die kreisen da hinten. Gucken, ob hier noch was rüberkommt. Könnten welche von uns noch dabei sein? Oder auch nicht. So, jetzt mal wieder ein ziemliches Durcheinander hier am Himmel. Mal gucken, ob was für uns dabei ist. Ja, doch, hier scheinen welche dabei zu sein. Komm! Komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm mal her, komm! So, ist fein. Komm! 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 So, ist fein. Komm runter, komm! So, 4 Stück. Tjo, jetzt ist 10 Uhr, 15 Tauben da. Ich glaube, das ist so der schlechteste Jungtierflug, den ich die letzten 10 Jahre gesehen habe. Tauben kommen alle von hinten, von ganz, ganz weit hinten offensichtlich, weil ich habe mal mit Kollegen telefoniert, da sind fast alle da. Und jetzt kommen sie so nach und nach jetzt angeleppert und komplett aus der Gegenrichtung. Ich habe es die ganze Zeit schon befürchtet, weil sie jedes Mal von hinten gekommen sind. Anscheinend haben sie sich da jetzt eine tolle Flugroute ausgedacht und fliegen jetzt erstmal immer 100 Kilometer drüber, um dann irgendwann mal umzudrehen. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob das mit steigenden Kilometern sich dann ändert. Ich hoffe, dass die anderen jetzt so nach und nach noch rankommen. Aber prozentmäßig, ausbeutemäßig wird das heute eine ziemlich traurige Geschichte. Ja, muss man dann einfach mit leben, sind junge Tauben.
und vielleicht kriegen sie irgendwann den Dreh. Dann sehen wir zu, dass wir den Rest wieder einsammeln und dann geht es nächste Woche weiter. So, also dieser Flug, der ist echt sensationell. Ich zeige euch jetzt mal was. Das war die 17. Taube, 10.18 Uhr. 8.18 Uhr. So, die 18. kommt um 11.06 Uhr und da kommen gleich drei Stück. Und jetzt passiert Folgendes. 2 Stunden, nachdem die Tauben eigentlich da sein müssten, passiert das hier. Um 11.24 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tauben und 3 Minuten später nochmal 2. Und jetzt sind 33 von 39 wieder da. Erklär's mir irgendjemand. Ich weiß nicht, wo die heute hergeflogen sind. Aber ich glaube, die haben heute schon ihren 300er gehabt. Von daher kann es nur besser werden. So, da bin ich euch noch das Ergebnis vom gestrigen Jungflug schuldig. Und so wie ihr seht, der Schlag hier ist wieder voll. Es fehlt noch eine Taube von gestern. Natürlich auch mein Liebling, aber von daher erstmal Entwarnung. Also fast alle wieder an Bord. Ja, wie ihr gestern gesehen habt, kam die ja dann irgendwie den Großteil mit 2 Stunden Verspätung immer noch zusammen. Ja, von daher das Ergebnis leider so wie zu erwarten. 5 Preise von 39 gesetzten Tauben. Natürlich nicht zufriedenstellend, aber da müssen wir jetzt mal mit leben. Und dann hoffe ich, wenn es vielleicht von der Entfernung ein bisschen weitergeht, dass wir dann, dann auch wieder entsprechend andere Ergebnisse sehen werden. Aber es soll ja auch ein Anlernen sein für die Jungs und Mädels hier. Und von daher alles gut. Auch wenn man hier mal guckt, also Code, es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie am Siffen sind oder irgendwas. Also ich hatte ja erst befürchtet, dass sie sich doch irgendwas eingefangen haben und ich irgendwas übersehen habe, aber außer dass die ein oder andere so ein leicht tränendes Auge hat, da müssen wir nochmal ein bisschen Blick drauf werfen. Das heißt tränend, also eher so ein bisschen dick. Mal gucken, ob da vielleicht doch noch irgendwas ist. Aber das werden wir uns jetzt die Woche über angucken. Werden sie wahrscheinlich auch noch, wenn das Wetter es zulässt, ein-, zweimal trainieren, damit sie einfach sicherer werden und dann nächste Woche vielleicht mal nicht drüber schießen. Ich glaube nämlich, dass die ihren 300-Kilometer-Flug die meisten jetzt schon gehabt haben, obwohl es eigentlich nur 95 Kilometer gewesen wären. Ja, in unserer internen Meisterschaft hat mein Papa gewonnen. Ich glaube, von diesen 11 Tauben, die dann da 2 Stunden nach Konkursende kamen, waren irgendwie 4 Vorbenannte dabei. Ich glaube, von Moritz seinen Tauben irgendwie 5 oder 6. Von daher alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Die Favoriten waren also nicht in der Spitze, zumindest die wir glaubten, dass es Favoriten sind. Und von daher geht es dann nächste Woche weiter. Wie gesagt, die Truppe ist nahezu vollständig und von daher Mund abputzen und nächste Woche gucken wir mal, dass wir es irgendwie besser hinkriegen. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, hoffe, dass ihr erfolgreich wart, dass ihr keine großen Verluste bei den Jungen zu beklagen habt und weiter geht's. Ich melde mich nächste Woche. Bis dann, macht's gut, ciao.